Warnung! Die Wortwahl im folgenden Video ist äußerst vulgär und anstößig. Aufgrund seines Inhaltes sollte es von niemandem angesehen werden. Servus Leute, hier ist wieder euer Checker und ihr seht Rage Gaming Official. So, kurze Info Leute. Und zwar, demnächst folgen wieder Let's Plays von World of Conflict Episode von mir auf dem Kanal. Und dazu wird demnächst irgendwann im Laufe der Woche, beziehungsweise der nächsten Woche, beziehungsweise sogar noch dieser Woche, kommt darauf an, wie ich das so alles zeitlich hinkriege, ein neues Let's Play rauskommen von The Eye of the Dragon. Richtig geil. Richtig geil. Zwar schon alt, aber mir hat es damals echt extrem gut gefallen, wo ich noch klein war. Und ja, das ist eines der wenigen Fantasy-Spiele, die mir wirklich gefallen. Und da ich ja Mother of God auf Überleitung bin, fangen wir gleich mal weiter an. Da ich ja gesagt habe, dass es wirklich ein Lieblingsspiel von mir war, will ich jetzt mal was anbringen hier. Und zwar, ich habe mir hier zwei Lieblingsspiele rausgesucht, die ich damals echt gern gespielt habe. Zu Zeiten der PlayStation 1. Also für alle, die nicht wissen, was eine PlayStation 1 ist, ich werde hier Bilder zu jedem Artikel, den ich so vorstelle, reinstellen ins Video. In irgendeine Ecke, aber nicht gerade in der Mitte, so damit ihr ein bisschen was Gameplay seht, egal. Und zwar, ich hatte damals zuerst Spyro 2 Gateway to Glimmer. Oder, ja, Gateway, ha, Gateway. Das war so geil, Leute, das war so geil. Ihr kennt doch bestimmt alle Spyro, den lila Drache. Aber ihr werdet so auf dem Bild gesehen haben, was ich schon lange gepostet habe. Ey, das ist so geil. Ich lese euch mal hinten drauf kurz einen ersten Satz vor. Das Land Avalar ist in die Hände des tyrannischen Magiers Ripto und seinen üblen Kumpanen Crush und Schluck gefallen. Das ist so geil. Der eine ist euch so ein Monster, das er beinahe so aussieht wie der Teufel beinahe. Crush, beziehungsweise Ripto, ist so eine Art Dinosaurier, glaube ich, so ein grünes Vieh war das, glaube ich, das grüne Fette. Und Crush ist, ja, ich glaube, so eine Art Yeti-Monster, Umeltörnern und eine Riesenkeule. Ey, das ist so geil. Du konntest dort echt richtig viele geile Sachen machen. So genial. Und danach, ich habe mir erst die zwei irgendwie geholt, weil ich damals noch klein war. Und ich glaube, das habe ich so zu Weihnachten bekommen. Egal. Und danach habe ich mir Spyro Year of the Dragon geholt. So geil. Ihr hattet einen Affen, der aus der Zukunft kommt mit der Laserpistole als Freund. Ihr habt den Yeti mit einem Kristall- oder Eis-Baseball-Schläger als Freund. Der ist so geil. Und der geilste von allen, außer der Spyro natürlich, ist ein Pinguin. Der hat einen Helm auf. Mit seinen Flügeln kann er ganz kurz fliegen, beziehungsweise oben lang. Kommt drauf an, wie weit ihr wollt damit. Aber unendlich lang kann man damit nicht fliegen, außer man ist in so einem Speziallevel, wo dann nur Spyro mal fliegen kann. Und er hat halt auf seinen Schultern zwei Raketenwerfer drauf sitzen. Das ist so geil. Das ist einfach so krank geil, das Spiel. Ey, das toppt sogar jetzt noch die heutigen Top-Spiele. Das ist so geil. Ey. Das, ja, ich würde euch gerne mal ein paar Spiele zeigen. Mal schauen, wie ich das mache mit Aufnehmen auf PlayStation 1 bzw. auf PlayStation 2. Ja, muss noch schauen, wie das geht, weil ich würde euch das so gerne mal zeigen. Ihr könnt das sogar UFOs dann fliegen später und Schiffe fahren mit Kanonen dran, wo ihr gegen so Eisenhaie kämpfen müsst, wo da so Gegner da drin sitzen und. Boah, ich bin's geil. Ihr könnt sogar mit einem Yeti gegen einen anderen Yeti boxen. Das ist so geil. Ach ja, egal. Gleich mal weiter zum nächsten Thema, weil sonst die Zeit wird nämlich knapp. Ihr seht ja, Gameplay schon, Video schon 4 Minuten und fast eine halbe Minute rum. So, und zwar, EA hatte neulich im Battlelog was angekündigt, und zwar zur Aftermath, weil viele Leute von den PC-Spielern keinen Zugriff am Release-Datum hatten. Hatte als EA, mein Deutsch ist wieder sehr gut, Grammatik genannt bei Yoda, ich hab. Hat EA als Entschädigung einen PC mit Battlefield 3 Design verlost. So, du musstest auf einen Server gehen, es gab wirklich nur einen.
gehen und 20 Kilometer Armbus machen. Danach wurdest du qualifiziert und wurdest dann nach einem Zufallsgenerator bzw. System ausgewählt. So. Kaum ein paar Wochen danach, ich glaube sogar eine Woche danach, bekommen die Konsolenspieler genau das gleiche Event vorgesetzt. Bei dem ersten Event stand dort, es ist eine Entschädigung nur für PC-Spieler. Nur für PC-Spieler. Gut, ich habe das jetzt nicht mehr auf dem Bildschirm. Ich weiß nicht, ob dort nur drin stand, aber... naja. Es war schon eigentlich nur für die PC-Spieler gedacht. Und die Konsolenspieler sollen jetzt für was gleich nochmal was bekommen? Dafür, dass sie sogar vor den PC-Spielern, die Battlefield überhaupt groß gemacht haben, Zugriff haben auf DLCs. Dass sie ein Auto-Aim mit drin haben in ihrem Spiel, weil sie ja 5 Meter neben den Gegner schießen können und Headshot verteilen können. Und ein Video auf YouTube gibt es ein M40A4 Video von euch, einem Let's Player, muss mal schauen, das ist auf Rush. Da haben wir mal einen Peak, oder Eroberung, keine Ahnung, ne, Eroberung. Und da ist da so halt kurz vor der Gegnerbasis, sieht ein Gegner, schießt neben den und gibt den sogar, glaube ich, noch einen Headshot. Und dann schießt er neben ihn auf dem Boden, ne, also. Müssen wir mal suchen. Wenn nicht, ich glaube, ich suche selber mal, stelle ich einen Link in die Beschreibung rein, Leute. Ja, egal. Ich habe auf jeden Fall, wie viele andere, mich dort in dem Forum gleich darunter beschwert. Ich weiß nicht, ob das gelesen hat. Beziehungsweise die Moderatoren, ob die das gelesen haben. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Jedenfalls sind viele der Ansicht, dass es einfach nur unfair ist und wir uns nicht mehr gleichberechtigt fühlen. Weil, ganz ernsthaft. Hä? Wofür? Was haben die Konsolenspieler denn gehabt für Probleme? Die konnten das doch alles einwandfrei machen. Und wenn jetzt, wie im Forum jetzt euer Argument kommt, ja, ein Jahr Input-Lag, ja meinetwegen, das ist aber trotzdem noch nicht ausschlaggebend, Alter. Ich meine, so ein Input-Lag, na hallo, damit musst du rechnen, wenn du dir eine Konsole kaufst, dass dann hier irgendwas mit dem scheiß Controller, ja, oder was das zu tun hat. Ich glaube, mit dem Controller, wenn du da drauf drückst, dauert das erst 3 Sekunden oder so, bis es im Spiel aktiviert ist oder so. Damit musst du einfach rechnen. Ich meine, die Konsolen sind wie alt? 3-5 Jahre oder was? Was willst du denn da erwarten von der Technik? Naja. Krank. Vor allem gewinnen die einen PC. Gut. Vielleicht will EA auch einfach die Konsolenspieler auf PC überbringen, aber das bezweifle ich. Das bezweifle ich echt stark. Weil so hardcore wie die hier bevorzugt werden im Premium. Nee, das geht nicht. Also ich denke mal nicht, dass sie die rüberbekommen wollen auf die PC-Seite. Die stufen sich eher schon drauf ein, das nächste Spiel ist nur noch für Konsolen da oder so. Weil es stuft sich sowieso jetzt jeder Top-Shooter-Game auf Konsolen ein. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Die haben erstens einen schlechteren Prozessor, eine schlechtere Grafikkarte, beziehungsweise ob die überhaupt die Grafikkarte haben. Also, es sieht scheiße aus. Ganz ernsthaft. Die Steuerung ist miserabel. Darum brauchen sie an jedem scheiß Spiel noch Auto-Aim drin, damit sie überhaupt was treffen. Und Hitbox gibt's nicht. Schau dir MW3 an oder Battlefield 3. Die anderen Gameplays von ein paar großen YouTubern. Ja, da können die 3 Meter hinter den Gegner schießen, wenn der rennt. Und die treffen den sogar noch, ey. Ja, wenigstens fühlen sich die ganzen großen Konsolenspieler wie Elotrix oder CK. Ja gut, bei Elotrix bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oder Max FPS, wenigstens nicht so geil drauf, dass die halt so und so einen geilen Score gerissen haben. Ich meine, das könnte ich auch, wenn ich 3 Meter hinter einen Gegner schieße und dann noch sogar Hitmarker bekomme. Also echt, die Entschädigung ist echt, ne. Ihr könnt ja selber mal in dem Thread nachschauen, wer auch immer hier bei EA Medal of Honor oder Battlefield 3 hat, könnt ihr auf den Battlelog zugreifen. Und ja, ich glaube sogar andere, aber ne, ich glaube nur Battlefield 3 Medal of Honor, egal. Könnt ihr ja mal nachlesen, so was ich dort so geschrieben habe. Naja, Gameplay endet hier, wir haben leider verloren, leider muss man sagen, aber hey, wir haben uns gut geschlagen zum Schluss. Bis dahin, Leute, Cheerio, euer Checker.